Schön, dass du eingeschaltet hast zur Tomatenfocaccia. Die Tomatenfocaccia ist aus Dinkelteig gemacht. Das Rezept habe ich von der lieben Carol in the Kitchen. Sie hat einen Blog, einen ganz tollen, den verlinke ich da unten rein. Ich habe sie auch in Instagram entdeckt, da habe ich sie ursprünglich das Rezept gesehen und gesagt, das ist es. Das ist das Grundrezept. Ich habe daraus die Tomatenvariante gemacht. Wie ich die klassische mache, das siehst du in einem weiteren Video. Und jetzt viel Spaß mit der Focaccia mit Tomate. Und wenn du mir nicht folgst, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Und wenn du mich abonnierst, freue ich mich. Deine Silke von Andersbacken auf Twitter, Instagram oder Facebook. Bis dann! Die Zutaten für unsere Focaccia sind zweimal Mehl. Die genauen Angaben findet ihr wie immer auf meinem Blog. Wasser, Trockenhefe, Salz und ein gutes Olivenöl. Wir starten damit, dass wir die Hefe zusammen mit dem Mehl mischen, das Wasser hinzufügen und diesen Teig dann umfüllen in eine Schüssel, wo er drin gehen darf. Das heißt, die Menge Mehl nehmen wir, geben schon mal gleich die Hefe mit dazu, machen uns eine Mulde und verrühren das Ganze langsam und vorsichtig, dass es auch ein richtig schöner Teig wird. Diese Teigmasse geben wir nun in diese Form hinein. Die Form ist schon mal mit Öl ausgekleidet, sodass er nachher sich auch später richtig lösen wird. Da wir eine Übernachtgare machen, werden wir diesen Teig jetzt eine Stunde gehen lassen. Ihr seht, er ist super flüssig. Und das muss er auch sein, das gibt der Hefe auch eine gute Grundbasis, um sich zu entwickeln. Und in einer Stunde sehen wir uns wieder, wie der Teig gegangen ist. Eine Stunde ist vorbei und ihr könnt hier so richtig schön die kleinen Bläschen sehen, die sich schon gebildet haben. Wir gehen jetzt dran, füllen den Teig um, geben nun das Salz mit hinzu, das restliche Mehl. Und einen Esslöffel gutes Olivenöl. Das Ganze werden wir jetzt gleich verrühren und dann in eine Schüssel geben, die auch schon ausgeölt ist, und in den Kühlschrank stellen und über Nacht garen. Das heißt, wenn ihr das abends fertig macht, könnt ihr es am nächsten Nachmittag bereits schon verwenden. Also nicht 24 Stunden, da reichen auch 18 Stunden. Die garen können, aber ihr könnt es auch gerne länger stehen lassen. So, der Teig ist fertig. Ihr nehmt nun eine zweite Schüssel, gebt den ganzen Teig hinein. Vorsicht, der Teig wird wirklich aufgehen, er wird sich mindestens verdoppeln in der Zeit. Also gebt ihm wirklich eine große Schüssel, dass es auch wirklich reicht. So, und der Teig verschwindet nun, wie gesagt, über Nacht in den Kühlschrank und morgen Nachmittag sehen wir uns wieder, wenn wir den Teig weiterverarbeiten zu der fertigen Focaccia. Läuft. Unsere Focaccia konnte jetzt gut gehen. Ihr habt gesehen, sie hat sich wirklich mehr als verdoppelt. Die arbeiten wir jetzt noch mal kurz mit ein bisschen Mehl auf. Ich habe hier eine Form genommen, habe die ein bisschen geölt. Wer keine gelöcherte Form hat, kann auch eine ganz normale Springform dafür nehmen. Aber erst starten wir mit unserer Focaccia. Das heißt, ihr braucht ein bisschen Mehl. Ich streife euch den Boden hier ein bisschen aus. Und wenn ihr sie gut eingeölt habt, müsst ihr sie relativ leicht rausbekommen. Ja, super. Arbeitet sie noch mal kurz durch, entgast sie, indem ihr sie einfach flach drückt und dadurch die Gase entweichen können und sie dann nicht so grobporig wird. Und jetzt drückt ihr sie oder zieht sie euch ein bisschen so in die Formgröße zurecht. Das ist nicht sonderlich schwer, sie gibt rot nach. Und dann gebt ihr sie euch in die Form hinein. Der Teig ist wunderschön elastisch. Deckt sie nochmal ab. Ich habe es hier geölt, damit es auch nachher nicht kleben bleibt. Deckt sie jetzt nochmal schön ab, damit sie euch nochmal richtig schön 30 Minuten, 40 Minuten aufgehen kann und ihr Volumen so richtig schön nach oben treibt.
Einfach mit einem Handtuch. Unser Teig ist nun gegangen. Jetzt fangen wir an. Wir tun die Finger in das Olivenöl tauchen und machen damit unsere Löcher. Wir tauchen es in Olivenöl, damit der Teig nicht an den Fingern kleben bleibt. Und ein zweiter Vorteil, die Löcher sind schon minimal mit Olivenöl gefüllt. Ich gebe es pur etwas Olivenöl schon in die Löcher hinein. Wenn ihr in ein Loch ein bisschen zu viel gemacht habt, gar kein Problem, dann könnt ihr einfach ein bisschen schräg gehen und das Öl schön verteilen, so dass jeder was abbekommt. Die Menge an Tomaten bleibt euch überlassen, ob ihr da wirklich nur zwei, drei drauf tut oder ein bisschen mehr. Ich habe kleine Cherry-Tomaten aus dem Garten genommen. Und ihr seht, ich versenke die richtig tief rein in die Löcher, sodass der Teig sich drumherum verteilt und das Ganze schön eingebettet ist und verschließt, sodass das wirklich nicht großartig verbrennen kann. Ihr seht, es ist richtig schön ganz, ganz tief drin. Und jetzt gehen wir dran und geben noch ein bisschen Salz drüber. Ihr könnt jetzt Fleur de Sel nehmen. Ich habe es an Rosmarinsalz genommen. Ihr könnt auch noch mit anderen Kräutern gerne arbeiten. Aber ich finde Rosmarinsalz sehr, sehr lecker. Den Backofen habt ihr in der Zwischenzeit auf 220 Grad vorgeheizt, das Blech in das untere Drittel gegeben und ich habe einen Pizzastein draufgelegt. Wer das nicht hat, kann auch gerne ganz normalen Rost nehmen, das funktioniert auch. Und unten habe ich noch eine Wanne reingegeben. Die Wanne, da kommt jetzt gleich kochendes Wasser mit rein. Das hilft, dass der Teig richtig schön hoch geht und richtig schön fluffig wird. Und wir gehen es an den Backofen. So, jetzt gehen wir unsere Focaccia hinein. Ihr seht, ich habe schon eine klassische drin und ich habe kochendes Wasser mit dazu genommen und gebe das unten in die Auflaufform rein. Das Ganze bleibt jetzt 10 Minuten ungefähr auf der Höhe und dann stellen wir das Ganze um. So, der Dampf wird jetzt versuchen, den Teig nach oben zu treiben und in 10 Minuten werden wir das Ganze dann weiter nach oben stellen, damit es auch von oben gebräunt wird. So, die 10 Minuten sind um und ihr seht, der Teig ist super hochgegangen. Hier hinten habe ich noch eine klassische. Wir tun die Auflaufform raus, in der das Restwasser ist. Und das Ganze geht es nochmal für 10 bis 15 Minuten jetzt rein nach oben. Das heißt, das ganze Blech nehmen wir und gehen jetzt ins obere Drittel. Sorry, wenn ich euch die Sicht versperre, aber das ist heiß. Focaccia aus, wenn sie fertig ist. Ihr seht, der Teig ist schon aufgegangen, obwohl es ein Dinkelteig ist oder gerade weil es ein Dinkelteig ist. Ich weiß es nicht. Ich mache es immer so. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich gehe jetzt schnabulieren. Eure Silke von Andersbacken.